Hallo und herzlich willkommen zu dem Video mit dem Thema Objektkommunikation und Sequenzdiagramme. In diesem Video möchte ich erklären, wie Objekte miteinander kommunizieren und wie man diese Kommunikation mit Hilfe von Sequenzdiagrammen grafisch darstellen kann. Dazu solltest du bereits wissen, was ein Methodenaufruf ist, verstanden haben, was Objektbeziehungen sind und wie man diese mit Referenzattributen in Java umsetzen kann. Jetzt zur ersten wichtigen Frage: Wie kommunizieren Objekte miteinander? Objekte kommunizieren über Methodenaufrufe miteinander. Das sind Botschaften, die eine Aufforderung sind, an ein Objekt etwas Bestimmtes zu tun, nämlich genau die Methode auszuführen. Dabei ist es wichtig, dass der Absender der Botschaft den Empfänger kennt, also eine Referenz auf ihn besitzt. Und so einen Fall hatten wir bereits in diesem Klassendiagramm, das man hier sehen kann. Du erinnerst dich sicherlich daran noch aus den letzten Videos. Man hatte eine Klasse Trainer und eine Klasse Spieler und jedes Objekt der Klasse Trainer steht in Beziehung zu genau 18 Objekten der Klasse Spieler. Also jedes Objekt der Klasse Trainer hat 18 Referenzen auf einzelne Spieler. Und mit diesen Spielern kann dieses Objekt der Klasse Trainer jetzt kommunizieren, also die Methoden der Spieler aufrufen. So eine Kommunikation zwischen dem Trainer und den Spielern möchte ich jetzt anhand der Methode Spieler auswechseln erklären. Dazu habe ich in der Klasse Spieler das Attribut spielt ergänzt vom Datentyp Boolean, das einfach nur aussagt, ob sich ein Spieler gerade auf dem Spielfeld befindet oder nicht. Und entsprechend die dazugehörige Setzmethode. Hier sieht man jetzt die Implementierung der Methode Spieler auswechseln aus der Klasse Trainer. Diese Methode bekommt zwei Eingabeparameter. Das sind zwei Objekte der Klasse Spieler, das sieht man hier in dem Datentyp. Und die Bezeichner sind einmal rein und raus. Also es soll einmal der Spieler sein, der eingewechselt werden soll und einmal der Spieler, der ausgewechselt werden soll. Die Methode funktioniert jetzt eigentlich ganz einfach. Der Spieler, der ausgewechselt werden soll, also Spieler raus, da ruft man die Methode spielt setzen auf, um das Attribut spielt auf den Wert false zu setzen. Um damit zu signalisieren, dieser Spieler hat das Spielfeld jetzt verlassen und sitzt jetzt auf der Bank. Genauso beim Spieler, der reinkommen soll ins Spiel, ruft man auch die Setzmethode auf für das Attribut und setzt den Attributwert auf true. Also kommuniziert dieser eine Trainer mit zwei Spielern, nämlich Spieler rein und Spieler raus, die man hier übergibt. Und bei dieser Kommunikation wird das Attribut auf den entsprechenden Wert jeweils gesetzt. Und genau diese Kommunikation kann man jetzt in einem Sequenzdiagramm darstellen. Dieses Sequenzdiagramm sieht man jetzt hier. Sequenzdiagramme bestehen im Wesentlichen aus vier Elementen. Zum einen die an der Kommunikation beteiligten Objekte, die sieht man hier oben, und dazu meistens noch der menschliche Benutzer, durch dieses Strichmännchen hier gekennzeichnet. Dann verfügt sowohl der menschliche Benutzer als auch jedes beteiligte Objekt über so eine sogenannte Lebenslinie. Das ist hier diese Linie, die teilweise gestrichelt ist und teilweise ein Balken ist. Als drittes Element gibt es diese durchgezogenen Pfeile. Das sind die Methodenaufrufe. Und dann gibt es noch die gestrichelten Pfeile. Was das jetzt alles im Einzelnen genau bedeutet, dazu soll jetzt diese Methode Spieler auswechseln, Schritt für Schritt im Sequenzdiagramm durchgegangen werden. Wir haben hier den menschlichen Benutzer. Seine Lebenslinie ist immer ein Balken. Warum? Die Lebenslinie ist genau dann ein Balken, wenn ein Objekt aktiv wird, also aktiv an einer Interaktion beteiligt ist, also es soll etwas tun. Der menschliche Benutzer ist immer in der Lage, etwas zu tun. Er kann jederzeit Methodenaufrufe bei Objekten tätigen, deswegen ist die Lebenslinie immer ein Balken, der Benutzer ist immer aktiv. Jetzt rufen wir als Benutzer bei dem Objekt der Klasse Trainer namens Pep
die Methode Spieler auswechseln auf und übergeben hier zwei Objekte der Klasse Spieler. Eines heißt Robben, das andere heißt Müller. Das ist also jetzt hier der Methodenaufruf. Man spart sich hier diese Punktnotation von pep.spieler auswechseln, Robben Müller, weil durch diesen Pfeil bereits klar ist, wer den Methodenaufruf tätigt und an welches Objekt es gerichtet ist, nämlich an das Objekt pep, wo der Pfeil hinzeigt. Und auch genau zu dem Zeitpunkt, wo der Methodenaufruf getätigt wird, wird jetzt dieses Objekt, das den Methodenaufruf erhält, also der Empfänger der Botschaft, wird jetzt aktiv. Denn jetzt soll das Objekt ja etwas tun. Es bekommt gesagt, führe die Methode Spieler auswechseln aus. Bis dahin ist es inaktiv, hat also nichts zu tun gehabt und das ist dann die gestrichelte Linie. Also jetzt sind wir hier in dem Balken, das Objekt ist aktiv. Man ist also jetzt in der Methode hier drin. Jetzt schaut man sich den Methodenrumpf an. Das erste, was in der Methode gemacht wurde, ist, dass der Spieler, der ausgewechselt wird, da wird das Attribut spielt auf den Wert false gesetzt. Also, der Spieler, der ausgewechselt werden soll, das war der zweite Eingabewert, der Müller. Also wird beim Objekt Müller der Klasse Spieler die Methode Spiel setzen mit dem Eingabewert false aufgerufen. Also schickt der Pep eine Nachricht, eine Botschaft an den Müller mit der Anweisung, führe die Methode Spiel setzen mit dem Wert false aus. Und jetzt wird auch der Müller damit aktiv. Er bekommt gesagt, ich habe etwas zu tun. Also wird die Lebenslinie zum Balken, er ist aktiv. Hier wird jetzt Folgendes passieren. Es ist eine Setzmethode, also wird das Attribut einfach auf den Wert false gesetzt über eine Wertzuweisung. Das passiert jetzt hier, während dieser Balken zu sehen ist. Und wenn der Müller damit fertig ist, also die Methode in der Klasse Spieler, die Methode Spiel setzen, fertig ausgeführt worden ist, dann schickt der Müller eine Bestätigung an den Sender der Botschaft, in dem Fall den Pep, dass die Methode erfolgreich ausgeführt worden ist. Diese Bestätigung ist keine Botschaft, das ist wichtig, weil bei dieser Bestätigung wird ja keine Methode aufgerufen. Es gibt also nur an, ich bin fertig, alles hat geklappt. Und so lange wartet auch der Pep auf diese Bestätigung. Jetzt hat er die Bestätigung erhalten. Jetzt geht man in die nächste Programmzeile der Methode Spieler auswechseln. Und da soll man jetzt den Spieler, der rein soll, da soll man den Wert des Attributs spielt auf True setzen. Der Spieler, der reinkommt, war der erste Eingabewert, also der Robben. Also wird beim Robben, ein Objekt der Klasse Spieler, auch die Spielsetzen-Methode mit dem Übergabewert True aufgerufen. Das ist auch wieder der Methodenaufruf. Jetzt wird der Robben aktiv, vorher war er inaktiv. Auch hier geschieht wieder die gleiche Wertzuweisung. Und wenn er erfolgreich abgeschlossen hat, die Methode, dann wird wieder die Bestätigung gesendet an den Pep. So, jetzt sieht man hier, jetzt ist man damit auch am Ende der Methode Spieler auswechseln. Also wurde die Methode Spieler auswechseln vom Pep damit jetzt erfolgreich ausgeführt und er gibt die Bestätigung an den Benutzer, die Methode wurde erfolgreich ausgeführt. Und danach ist er fertig und wird wieder inaktiv. Genauso wie hier der Müller und der Robben nach dem erfolgreichen Ausführen und dem Senden der Bestätigung wieder inaktiv werden, bis sie die nächste Botschaft erhalten, wenn sie wieder etwas tun sollen. Zu beachten ist jetzt, dass natürlich, dass der Sender von Botschaften immer so lange oder mindestens so lange aktiv sein muss, solange er auf die Bestätigung des Empfängers wartet. Ist ja auch deswegen klar, weil vorher die Methode Spieler auswechseln noch gar nicht fertig ausgeführt worden ist und dementsprechend der Pep noch etwas zu tun hat. So, und das war die Objektkommunikation und die Darstellung mit Hilfe von Sequenzdiagrammen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.